Meine Hochzeitsreportagen sind mehr als nur aneinandergereihte Einzelfotos, denn sie geben diesen wichtigen Tag in eurem Leben in all seinen Facetten wieder. Sie erzählen eine Geschichte, eure Geschichte. Schöne Paarbilder in einem tollen Ambiente gehören auf jeden Fall dazu. Aber eben auch die Anspannung bei den Vorbereitungen und der Ankleide. Die überwältigenden Gefühle beim Ja-Wort. Die anschließende Gratulation der Familie und Freunde. Dem tollen Essen. Dem Hochzeitstanz. Und natürlich auch die ausgelassene Freude bei der Party am Abend. Mein Name ist Marc Groß und seit vielen Jahren widme ich mich intensiv der Hochzeitsfotografie. Sie bildet den großen Schwerpunkt meiner freiberuflichen Tätigkeit. Und wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, komme ich aus Stuttgart. Oft sind es nur die winzigen Details, die diesen Tag so besonders machen, gleichzeitig aber auch so schnell wieder in Vergessenheit geraten. Während das gute Essen und die Torte den Tag kaum überdauern, ruft eine gelungene Hochzeitsreportage diese unwiederbringlichen Momente immer wieder in euer Gedächtnis. Sie konserviert die einzigartigen Emotionen, romantischen Augenblicke oder auch lustigen Situationen für Jahrzehnte, wenn nicht für Generationen. Und weil dieser Tag eine Einheit bildet, bei der das eine ohne das andere keinen Sinn macht, ist es wichtig, dass ihr nicht nur eine Auswahl von Fotos erhaltet, sondern eben alle Bilder, die an diesem Tag entstehen. Vielleicht ist das auch eines der Alleinstellungsmerkmale meiner Hochzeitsreportagen. Denn alle diese Fotos, die ihr dann erhaltet, werden ebenfalls überarbeitet und optimiert. Und sie werden persönlich von mir perfektioniert, denn nur ich war bei eurer Hochzeit dabei. Nur ich kann wissen, worauf es bei euren Fotos ankommt. Dabei profitiere ich aus meiner jahrelangen Tätigkeit als Bildbearbeiter bei einer klassischen Werbeagentur. Ich verwende dabei keine automatisierten Workflows. Alle Fotos gehe ich individuell an. Aber wie mache ich das, ohne den Rest des Jahres ausschließlich mit euren Fotos beschäftigt zu sein? Nun, zum einen befasse ich mich tatsächlich auch noch einige Tage nach eurer Hochzeit mit der Bildausbeute. Und zum anderen, und das ist wohl das Entscheidende, versuche ich schon bei der Aufnahme, das Bild möglichst perfekt zu gestalten. Denn das wird in der heutigen Zeit oft etwas vernachlässigt. Getreu dem Motto, das werde ich später am Computer schon richten. Aber das ist eben ein Trugschluss. Eine verpasste Situation, eine ungünstige Perspektive, ein langweiliger Lichteinfall kann später eben nicht wieder korrigiert werden. Klar, man kann versuchen, durch einen trendigen Effekt das Bild noch etwas aufzupeppen, aber das macht daraus eben kein besseres Foto und ist zudem Modeströmungen unterworfen. Ein Bearbeitungsstil, der heute in ist, kann morgen schon wieder out sein. Meine Reportagen gleichen auch definitiv keiner Massenabfertigung. Alles wird individuell im Vorfeld ausführlich abgesprochen. Dafür investiere ich sehr viel Zeit. Und ich nehme nur eine begrenzte Anzahl von Aufträgen an, sodass immer gewährleistet ist, dass ihr die Fotos schon in etwa 2 bis 3 Wochen nach eurer Hochzeit bestaunen könnt. Ihr braucht nicht zu befürchten, dass ich den Part der Postproduktion in das Winterhalbjahr verlege, weil in dieser Zeit weniger Hochzeiten stattfinden. Mir ist die zeitliche Nähe der Bearbeitung der Fotos zur Hochzeit wichtig, denn dann habe ich noch all die Dinge parat, die euch am Herzen liegen.
Meine Absicht ist es, moderne, aber dennoch zeitlose Fotos zu kreieren. Fotos, die die Atmosphäre und die Ereignisse dieses Tages wiedergeben. Fotos, die ihr auch noch euren Kindern und Enkeln voller Stolz zeigen könnt. So verschieden meine Paare doch auch sind, viele Abläufe an so einem Hochzeitstag gleichen sich. Und hier kommen meine jahrzehntelangen Erfahrungen zum Tragen. Ich weiß, wo ich mich platzieren muss, um den besten Blickwinkel zu erhalten. Weiß, wo ich zugegen sein muss, um keinen wichtigen Moment zu verpassen. Immer vor dem Hintergrund, nicht zu stören, stiller Beobachter zu sein. Im Folgenden möchte ich kurz die wichtigsten Stationen einer solchen Hochzeitsreportage durchgehen. Immer im Auge behaltend, dass alles individuell mit euch abgestimmt ist. Wann wir mit der Reportage beginnen, bestimmt natürlich ihr. Manchmal sind sich die Paare nicht sicher, ob ich schon bei der Vorbereitung, dem Getting Started, dabei sein soll. Sie meinen, dass zu Hause doch alles so unaufgeräumt sei, dass sie zu diesem Zeitpunkt sicher gar keinen Kopf für Fotos haben und vor der Trauung auch sicher sehr aufgeregt seien. Nun, das ist alles sicher richtig, aber sollte nicht gerade das in der Reportage festgehalten werden? Das Chaos vor der Kirche, das Betrachten des am Schrank hängenden Hochzeitskleides, das Glas Sekt mit den Eltern oder der Whisky mit den Trauzeugen, das alles gehört doch eigentlich dazu. Und wenn es in diesen Momenten sicher auch hektisch zugeht, in einigen Jahren erinnert ihr euch sicher mit einem Lächeln daran. Fotos im Park oder auch im Studio waren früher oft das einzige Bildmaterial, das es von den Hochzeiten gab. Und dabei sind das im Grunde lediglich schöne Fotos von euch im Hochzeitsoutfit. Für euch selbst hängen daran kaum Emotionen. Sie spiegeln nicht den Kern des eigentlichen Tages wider. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich einen hohen Stellenwert und wir werden sie so umsetzen, wie sie zu eurem Charakter passen. Das können romantische Fotos im Park sein, lustige Bilder im Supermarkt oder einfach Momente beim Gang durch die Stadt. Auf jeden Fall werde ich versuchen, dass auch diese Fotos ungestellt und natürlich rüberkommen. Auch hier ist die Erfahrung des Fotografen eminent wichtig, denn die wenigsten Paare sind geborene Models, die sich ungezwungen vor der Kamera bewegen. Ob man die Paarfotos besser vor oder nach der Trauung macht, werde ich immer wieder bei meinen Vorbesprechungen gefragt. Davor kann man sich auf jeden Fall mehr Zeit nehmen, hat nicht ständig das Gefühl, seine Gäste alleine zu lassen und das wirkt sich nicht selten auch auf die Fotos aus. Einziger Nachteil dabei ist eben, dass sich das Brautpaar schon vor der Zeremonie sieht. Aber auch dieses erste Treffen kann man ja sehr schön in Bilder umsetzen, entweder vor Ort oder eben wenn der Bräutigam die Braut zu Hause abholt. Selbst das Eheversprechen ist natürlich der zentrale Mittelpunkt dieses Tages. Egal ob in der Kirche, im Standesamt oder als freie Trauung, hier kommen die großen Gefühle zum Vorschein. Und genau die gilt es für mich zu visualisieren und für die Ewigkeit festzuhalten. Vielleicht durch Blicke, die sich während der Predigt treffen oder durch die Träne, die von der Wange gewischt wird. Das Anstecken der Ringe, der Kuss vor dem Altar, das sind die wirklich unwiederbringlichen Momente an diesem Tag und ich lege alles daran, diese für euch fotografisch zu konservieren. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants and it's midnight. Cause I
anschließende Gratulation inklusive dem Sektempfang ist wieder so ein Rausch der Emotionen. Wenn euch die Familienangehörigen in die Arme nehmen, fließen nicht selten mehr Tränen als während der Trauung selbst. Oft sind während dieser Zeit auch die Gruppenaufnahmen an der Reihe, von der gesamten Gesellschaft bis hin zu den Trauzeugen und zum engsten Familienkreis. Auch wenn eure Trauung natürlich das Ereignis des Tages ist, stellt eine Hochzeit in aller Regel auch ein wichtiges Familientreffen dar, bei dem sich Menschen treffen, die sich sonst nie oder nur selten begegnen. Daher sind auch die lieben Gäste ein sehr maßgebliches Element dieses Tages, das es zu fotografieren gilt. Der übliche Part für euch beginnt meist mit dem Essen. In aller Regel fertige ich während dieser Zeit auch Detailaufnahmen von euren Ringen an. Die Ringe sind neben den Fotos schließlich das, was viele Jahrzehnte überdauert. Fotografisch gesehen ist an diesem Tag natürlich alles wichtig. Die Location, die Dekoration, das Essen und die vielen kleinen Begebenheiten, die sonst noch passieren. All das halte ich für euch fest. Denn höchstwahrscheinlich werden eure Sinne überflutet sein und ihr das alles gar nicht mehr so recht wahrnehmen. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. Der Hochzeitstanz ist ein weiterer wichtiger Mosaikstein auf eurer Hochzeit und leitet die Party ein. Vielleicht noch das Brautstrauß werfen oder die Strumpfbandzeremonie als letzte Programmpunkte. Endlich müsst ihr an nichts mehr denken, könnt feiern und euren Gefühlen freien Lauf lassen. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. Ich hoffe, dass ihr inzwischen einen kleinen Einblick über meine Arbeit und Philosophie einer Hochzeitsreportage erhalten habt. Viele weitere Fotos könnt ihr auf meiner Homepage sehen, aufgegliedert in verschiedene Themen. Und sogar eine Preisliste, was bei Fotografen eher selten der Fall ist. Aber ich denke, dass Transparenz auch bei der Preisgestaltung wichtig ist, um euer Vertrauen zu erlangen. Denn euer Vertrauen ist es, das ich für emotionale und authentische Fotos benötige. Für Fotos, die sehr persönlich sind, ja teilweise intim, aber eben nie respektlos. Und neben der Fotografie ist natürlich auch die Chemie zwischen uns ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl eines Fotografen. Schließlich bin ich den ganzen Tag ständig um euch, wohl mehr als jeder Gast. Das kann auch der beste Film nicht wiedergeben und so biete ich euch gerne bei mir im Studio in Stuttgart-Vaihingen
ein kostenloses und unverbindliches Gespräch an. Erzählt mir von euren Wünschen und Vorstellungen. Ich würde mich sehr freuen, euch bald hier bei einer Tasse Kaffee zu begrüßen.